Ja, dann sind wir wieder zurück bei einer weiteren Aufnahme von Destiny 2 und letztes Mal waren wir noch in der Action, jetzt sind wir hier im Navigator. Los, ey. Also wenn Destiny 2 übrigens, fällt mir gerade ein, wenn Destiny 2 jemals Vater wird, ne? Ja. Weißt du, wie das Kind heißt? Destiny's Child! Ja, Mann! Ja, Mann! So, hi. Auch von mir. Hallo. Ja, guck mal, uns ist noch niemand nachgejoint. Wir fliegen die ganze Zeit hier rum und warten auf Leute, die uns endlich wieder durchs Spiel ziehen, weißt du? Aber nichts passiert. Ja, wir sitzen hier seit, das kann man ja mal erzählen, wir sitzen seit 20 Uhr hier und warten einfach, wir haben jetzt 10 Uhr, mhm. Warten schon die ganze Zeit, dass uns jemand nachjoint. Ja, leider, Müsst ihr echt wissen da draußen, ne? Das, ja, also, ja, das ist ein Problem, weil das Let's Play wird jetzt viel länger dauern, wenn wir selber spielen müssen, wenn nicht andere Leute den Scheiß für uns erledigen, verstehst du? Verdammt. So, aber ich öffne mal Navigator und ich glaube, ja. ich verstehe es nicht. Wenn ich auf die Farm... Achso, wir sind jetzt übrigens in Saison 2. Hier oben rechts sieht man das. Fluch des Osiris. Eine neue Saison hat begonnen. Wage dich in den Immerforst, enthülle die Geheimnisse des Osiris und stelle dich neuen Herausforderungen auf Merkur. Und dann, ja, hier oben sieht man es auch. Fluch des Osiris, erkunde die Unendlichkeit und lüfte die Geheimnisse einer der größten Warlocks, die jemals im Dienst des Lichts standen. Ja, es gibt wohl Singleplayer-Kampagne, eine neue. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sollen wir da jetzt hinfliegen? Nee. Nee, das ist ja eigentlich erst danach, wenn man die Kampagne durch hat, oder? Genau, und wir waren jetzt, zuletzt waren wir auf Io, ne? Auf Echo Mesa, auf Io, auf Onkel Io. Auf Onkel Io waren wir, da waren wir, glaube ich, auch noch nicht fertig, oder? Sag mal, steht bei dir auch bei die Farm, Spieler haben keinen Zugang zu dieser Aktivität? Nee, bei mir steht nur der Tropfführer kann diese Aktivität starten. Und bei mir steht, Spieler haben keinen Zugang zu dieser Aktivität. Wer denn dann? Wer hat denn dann Zugang zu dieser Aktivität? Die Programmierer oder wer? Ja, die haben uns rausgeschmissen auf der Farm. Wir sind raus. Okay, warte mal, wenn ich draufklicke. Hier steht am Starten, rot, Spieler haben keinen Zugang. Ich komm da nicht rein. Ich komme nicht auf die Farm. Sehr mysteriös. Verstehe ich nicht, aber ich habe jetzt auch anderswo keine Quest-Dinger irgendwie. Bei Titan ist nix, bei Erde ist nix, bei Io ist nix, bei Nessus ist nix. Schmelztiegel sowieso nicht. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen. Aber waren wir auf Io schon fertig? Ich weiß es nicht, bei mir ist das nicht rot markiert. Ich klicke mal drauf. Warte. Die Map lebt. Wir haben eine einzige Quest noch, Zitterpartie. Ah, ich glaube, die können wir... Dann machen wir die mal einfach erstmal. Komm, wir fliegen zur verlorenen Oase. Und dann machen wir... ich will starten. Ne, der Ben! Der Ben ist wieder da! Ach, geil! Aus der ersten Aufnahme. Ja, der ist gerade beigetreten. Hey Ben, liebe Grüße, krass! Das ist ja witzig. Sehr geil. Aber es ist irgendwie merkwürdig. Aber ich glaube... Warte mal, Meilensteine. Hier steht die rote Schlacht, sprich mit Hearththrone auf der Farm. Ich glaube, wir müssen dann tatsächlich doch auf die Farm. Aber kann man da nur alleine hin? Ich weiß es nicht. Auch alleine stand bei mir, Spieler haben keinen Zutritt. Hä? Was ist das denn? Ich raff das nicht ganz, ehrlich gesagt. Dann lass uns mal ganz kurz eben die Nebenquest machen. Wenn das dann immer noch steht, mache ich dich als Truppführer. Und vielleicht kannst du dann dahin. Vielleicht ist bei mir ein Fehler oder ich weiß es einfach nicht. Spieler haben keinen Zugriff auf diese Aktivität, macht einfach so null Sinn. Ich meine, wer soll sonst Zugriff auf diese Aktivität haben? Für wen ist denn das Spiel? Vielleicht musst du dir den Zugriff jetzt auch kaufen oder so, ich weiß ja nicht. Nee, es gibt ja leider kein Micropayment. Ich will ja die ganze Zeit, aber leider gibt's das ja nicht. Leider. Ja. Wie mache ich mir Hasskommentare? In a nutshell. Ich wollte mir direkt Level 20 kaufen und ein paar Vorteile, aber geht ja leider nicht. Boah, die Leute werden das so bitterlich ernst nehmen, weil die verstehen keinen Spaß bei dem Thema. Nee, also hier ist jetzt auch Destiny ist jetzt auch mal rum mit Späßchen, ne? Ja, bei Spielen beginnt der Ernst des Lebens. So ist es nämlich, Freunde. Ja. Bei Spielen hört der Spaß auf. Ich werde auch oft gefragt, ob wir auch Endgame-Content machen. Nein. Ja, ne? Ja. Alter, wie lange geht der denn? Ja, das frage ich mich allerdings auch gerade. Ben, was hast du da von Holzinternet, sag mal? Was ist denn da los? Ben ist einfach dran schuld. Ja, ist gut, so muss es sein. Muss ja alles synchronisiert werden, aber Ben wohnt leider in Timbuktu. Da gibt's noch nicht so viel Internet.
So, verlorene Oase. Ja, genau, wir waren noch. Oh Gott, ich muss. Okay. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Geil. Das Wichtigste geht. Draufschlagen. Ich glaube, Ben ist echt weg, oder? Ich glaub, ist er nicht mehr hier? Ben hat echt Holzinternet. Vielleicht wollte er nur mal Hallo sagen, ich weiß es nicht. So, du darfst gerne kommen. Also ja, mit uns spielen halt. Okay. Mann, Erik. Ja, was denn? Entschuldigung, ich bin einfach ein perverser Bastard. Was soll ich denn machen? Tobi, wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Ciao. Okay, ich bin auf mich allein gestellt. Herzlich willkommen an meinem Singleplayer Let's Play. Hä? Boah. Wer war das denn? Ja. Ach, der Ben ist wieder da. Juhu! Ganz du geiles Stück. Fühle ich mich gleich wieder ein bisschen sicherer. Hä? Ach, das sind ja so Minenfelder. Du hast die Mission im Blick, ne? Ja. Alles paletti. Alles klar, Ben ist wieder da. Okay, ihr macht das schon, Freunde. Cool. Ach so, hatte ich nicht. Jawohl. Die Batterie des Patronus ist beinahe leer. Von deinem was? Von der Batterie von der Patronus? Die Batterie von meinem Patronus ist fast leer. Boah. Alter, was ist das denn? Sind wir hier richtig, ja, ne? Ja. Ich bitte dich, kannst du daran zweifeln? Nein. So. Gut, was ist das denn hier? Ach, da kommt wieder ein neuer. Manuel Neuer? Bitte, Tom, bitte. Vielleicht ist es ja gar kein Besessener, vielleicht ist es Manuel Neuer. Was ist das denn hier eigentlich? Oh. Okay, aber ich will da nicht reingehen, ehrlich gesagt. Ja! Bist du schon durch? Ja, das war geil. Ja, tschüss. Ja, das war geil. Wo kommst du? Ach, du bist da hinten rausgekommen, alles klar. Alter, ich bin fast tot. Bitte, bitte. Yo, Tobi! Ich komme! Alter, Ben, Alter! Geiler Typ. Was? Ich komm dir zur Rettung und du sagst auch nichts oder was? Danke, Erik, dass du da warst. Mm. Du alter Rinderhoden, ey. Rinderhoden, ey. So, zack. Da sieht man uns mal wieder. Der einfache Mann bedeutet dir nichts. So. Hey. Okay. Wir müssen irgendwie. Hier. Hä? Ach, da. Stimmt, wir standen doch beim Aufnahmeende letztens hier oben. Oh ja, Zitterpartie, stimmt. Ja, gut, dass wir wieder hier sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Destiny 2. Ja, geil. Nahtlos. Sag mal, was ist denn mit dir? Assistent, bist du das? Die Vex-Energiesignaturen sprengen die Skala. Finde heraus, was da los ist. Und zwar schnell. Immer diese Vex-Signaturen. Untersuche die Energieanomalie. So. Machen wir einfach mal schnell, oder? Ja, kann man mitnehmen. Hier, schön durch die heißen... Einfach nackt in so einer Naturquelle baden, das ist echt ein Traum von mir. Einfach beobachten, wie Tobi nackt in einer Naturquelle badet, das ist ein Traum von mir. Vielleicht müssen wir doch mal ins Dschungel kriegen. Es sind Reflexe gestoßen, die eine Art Konstrukt beschützen. Es pumpt Energie in den Boden. So. Also eine heiße Sexszene mit Dr. Bob, ey. Oh, Vorsicht. Alter, der ist krass. Ich hab doch einen Raketenwerfer. Ich auch. Hier. Ah, immun. Scheint nicht so viel zu bringen zwischendurch. Oh, der hält aber auch nicht was aus, ey. Da kannst du auch von ausgehen. Über den Einraum lassen. Hä? Hey, wo ist der? Was? Alter. Da unten ist er. Ja, Schweinehund. Nein, ich bin runtergefallen! Bei mir steht immer immun. Ach du Scheiße. Was ist das da unten? Alles klar. Alter, wie viele? Voll nicht übertrieben. Oh, ich bin auch runtergefallen. Geil. Hä, wo ist er jetzt hin?
Lol. Oh, Alter, was hat denn der Ben für eine Waffe? One-Shot. One-Punch-Man. One-Punch-Ben. Oh, Alter. So, wie aktiviere ich nochmal super bereit? Eigentlich. War das nicht mit RBLB? Also die beiden Schultertasten oben? Ja, ich glaube auch. Oh, Alter. Boah, die Dinger schroten gut was weg. Oh, diese scheiß fucking Minotauren. Boah, Alter, wie viel. Wir müssen uns auf den konzentrieren, irgendwie habe ich das Gefühl. Level up! Ich hab Level up! Boah, du geile Sau. Warte, ich muss leveln. Ach krass, das Ding ist tot? Wir haben ein Konstrukt entdeckt, das etwas in den Boden spritzte. Aber ein Wechsgeist ist aufgetaucht und hat es mitgenommen. Der Geist hat es mitgenommen? Ja, einfach schwupp, mitgenommen. Wir verfolgen ihn jetzt. Hm. Ich vertrete die Hypothese, dass die Wex diesen Mond vollständig maschinoformieren wollen. Ja. Aber sicher. Ja, ja, lach ruhig. Die Vex planen ja nur, jeden einzelnen Planeten in diesem System in ein Zahnrad einer riesigen, rätselhaften Maschine zu verwandeln. Sie beabsichtigen ganz einfach, jedes Materiepartikel auf diesem Mond, ob tot oder lebendig, in radiolarische Flüssigkeit zu verwandeln. Also, wenn man es so ausdrückt. Was labert der Typ die ganze Zeit? Mit Maschinen. Oh, wie geil das aussieht. Erstmal, der Ben kann ja schon mal alles erledigen. Wir gucken uns erstmal die Gegend an. Der Ben ist wie ein Reiseführer einfach. Ja. Ist voll gut. Finde ich auch gut von ihm. Ja. Voll geil. Der ewige Baum des Lebens. Und ich habe eine Truhe gefunden. Geil. Ich komme. Beute einsammeln. Juhu. Es gibt wieder 100 Gedingse und ein Jo-Token. Geil. Geil, ist das jetzt das neue Merch von Yo? Natürlich. Geil. Ich nehme 10. Das hefte ich mir ans Revers. So, was ist hier wieder los? Hat Ben wieder Probleme, müssen wir wieder rausboxen? Klaro, wie immer. Der kann aber nicht auf sich aufpassen, ne? Nee, immer das Gleiche. Wir müssen immer wieder rausschergeln aus irgendwelchen Situationen. Aber gut, es ist halt der Ben. Das, was ja viele nicht wissen, er hat ja uns gefragt, ob wir mit ihm nochmal die Kampagne spielen. Richtig, weil er kam alleine nicht durch. Und da haben wir gesagt, na gut, wir müssen eigentlich gerade vor unser ESL-Debüt trainieren. Ja. Aber wir wollen ja eigentlich Human Flatfall jetzt auch wirklich auf E-Sports-Ebene spielen. Richtig, richtig. Wir bringen das in den E-Sport auch rein. Ja. So. Ich schwöre, man wird noch von uns hören bei der ESL. Ja, irgendwann auf jeden Fall. So. Nein! Oh, oh Alter, Erik! Nein! Nein, nein, nein! Oh, was ist das denn? Erik, nein! Erik, nein! Nein! Tobi, warum? Ich hab den nicht geschubst, ich hab Videobeweise. Ich spring gleich da drüben hin, weil ich's kann. Escher, wir haben den Geist zu so einer Art Zündplatte verfolgt. Interessant. Egal. Versucht mal, eine Verbindung zum Vex-Kollektiv herzustellen. Vex. Ich habe ein Virus entwickelt, das nützlich sein könnte. Ein Virus, hm? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hat an seinem Anus kultiviert, den Virus. Der Typ ist ein Virus, Mann. Ja. Oh. Ah, das sind die scheiß Plattformen, die mal weggehen dann einfach, ne? Wenn die Quest vorbei ist. Ja. Geil. Der Ben, ne? Ja, der wirft irgendwelche Granaten, die so Splitter machen, glaube ich, ne? Oder uns hätte er das nie geschafft. Oh, alles klar. Toll. Nice. Toll. Oh, eine Granate. Oh, da lebt noch einer. Ja. Das da oben. Ach, das ist nichts. Schade. So, verteidige die Verbindung. Oh, jetzt kommen die hier, glaube ich. Oh, die kommen jetzt von allen Seiten, oder was? Ja. Oh, ich kann Munition, scheiße. Diese Haarbühlen.
Nice. Sehr gut. Tschüss. Nein. Oh, tschüss. Tobi, mach's gut, gefallen. Ne? Ich bin auch runtergefallen. Ja. Ja. Geil. Ja, wir wollten nur mal, dass Ben Erfolg kriegt dafür, dass er uns heilt. Wo bin ich denn? Hä, wo bin ich hier? So, alles klar. Komm schon. Hey, was macht der da oben? Hier. Vorsicht, Rückseite! Ach, da oben. Da oben. Start. So, kommt dran! Ja, das war so hell. Was macht der Wendos? 100, wir sind bei 100%, alles gut. Ja. Und jetzt? Verbindungsstärke? Ich habe eine Verbindung zum Kollektiv hergestellt, aber ich kann das Virus nicht einsetzen. Ein Wex-Geist blockiert den tieferen Zugriff. Oh, sicher derselbe, der das Konstrukt geklaut hat. Wir finden ihn schon. Let's go! Auf wen schießt ihr da? Ich hab aus Spaß einfach auf euch geschossen. Ach so. Ganz lustig. Geil, Tobi. Ist ein richtiger Spaßvogel. Wo müssen wir weiter? Wo müssen wir? In die Richtung. Ah, oh Gott, da hinten. Was ist das denn da? Guck mal, wer da fliegt. Oh. Das gefällt mir von hier aus gerade ganz gut. Guckst du einfach Ben zu, oder was? Oh, er wird immer mehr erwachsen. So. Wir haben ihn unter unsere Fittiche genommen. Okay, dreh dich. Oh, oh, da kommen jetzt noch mehr. Ja, dauernd. Weil seine Wand zum Glück nicht nervig ist. Ich hab das Gefühl, meine Special-Dingens hier macht hier gar keine. Ah, alles klar. Hab hier keine Muni mehr. Wenn ich aushält. Der ist weg. Kollektiv zufolge ruft dieser Geist eine Art Schädlingsabwehr herbei. Schädlingsabwehr, so. Vorsicht! Die Geschütztürme müssen wir ausschalten. Ja. Tango down! Einer davon ist weg. Ist hier noch einer? Los. Wow, ich weiß es nicht. Besessene Freude? Oh nö, bitte kein Event. Hä? Aber nicht hier oben. Das ist so hart, also jetzt. Ist ja gefallen. Nein. Ben. Hast du? Ja. Alter! Warte. Zieht euch hier Arschgeigen. Boah, ich bin auch fast gefallen, Alter. Fanatiker, Alter. Okay, jetzt bin ich auch gefallen. Oh.
Wo bin ich? Hä? Wo, hä? Ich habe den Zugriff auf das Kollektiv verloren, aber es ist mir gelungen, das Virus freizusetzen. Wieso bin ich hier drüben? Die Vex werden diese Entwicklung vexieren. Was? Das klingt irgendwie bedenklich. In der Tat. Wir sollten diesem Experiment erlauben, sich zu entfalten. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier rübergekommen bin. Hi. Hey, Tobi. Na? Du Arschkrampe, ey. So, Kira. Hey, Quest abgeschlossen. Yeah, Level up. Yeah, ich bin jetzt Level 21. Was? War ein Witz. Nee, war ein Witz. War ein Witz, Tobi. Das ist das öffentliche Event. Ja, ich bin auf dem Weg. Wow. So, lass mal schnell noch ein bisschen XP abgreifen. Hä? Scheiße. Was bist du denn für ein lächerlichen, Alter? Ich hab ganz vergessen, dass man ja Fallschaden hat, verdammt. Fuck. Voll der Hero, ey. Ich hoffe, das Event ist jetzt noch. Ach, das ist da hinten, die andere Richtung. Okay, krass. Hä? Aber das war doch gerade. Hä? Das war gerade eben noch hier vorne. Oder? Hä? Wie kommt man denn da hin? Wo ist Ben? Ich weiß es nicht. Hier ist gerade Woodpecker. Haben wir den auf halbem Weg vergessen, oder was? Nee, der wird schon wissen, was richtig ist. Boah. Diese Besessenen trinken irgendetwas. Ach du Scheiße. Boden. Also nicht das Event, ne? Ist egal, wer was doch trinkt. Ich glaube schon. Nee. Kümmer dich drum. Ich helfe mal dem Typen noch. Hm? Jo. Okay, ja, das schon. Ah, steht immer immun bei mir. Bei dir auch? Ja, ich dachte, du musst warten, bis das Schild unten ist oder so. Oh, man kann auch das Schild rein, okay. Ich glaube, da sind die aber auch immun, oder? Nee, wenn du reingehst, nicht mehr. Nicht? Okay, na cool. Häckchen! Ich bin Häckchen! Häckchen! Die ist down. Oh, also. Ja, voll nice. Oh, geil. EZ. Nimm das, du Besessener. Hast du den interdimensionalen Bruch versiegelt? Ausgezeichnet. Dann setzen wir beide unsere Aufgaben fort. Ja, ach, ja, das war, ja, kann man mal machen, aber so nebenbei. Ja, locker. Frage, Tobi. Ich habe ja so eine Strichliste, ne? Ich führe die immer, wenn du mich schlägst. Pro Schlag mache ich einen Strich. Und wenn wir uns mal wieder sehen. EZ, Alter! Na, so, Tobi, wie geht's? So, ja, auf der Karte haben wir jetzt nichts mehr. Also, wir sind eigentlich durch hier. Ja, wir müssen wir, also laut Dingens, warte mal, geh mal auf. Moment. Ja. Du bist auf der Karte gerade, ne? Also, jetzt bin ich gerade auf dem Planeten, ich kann auch wieder zurück auf die Karte, ja. Und dann halt mal LT gedrückt. Das ist der linke Trigger, logischerweise. So, Arcus Fokus wiederhergestellt, kehre zum Bruchstück des Reisenden in der ETZ zurück. Um diesen Fokus zu aktivieren. Genau, und dann steht unten drunter bei mir noch die rote Schlacht. Sprich mit Hearthstone auf der Farm. Ja, bei mir auch. Ja, dann müssen wir auf die Farm, aber wenn wir da nicht hinkommen, ist das natürlich ein bisschen doof. Spieler haben keinen Zugang zu dieser Aktivität. Ich kann noch nicht starten. Geht nicht. Ich drücke auf Starten. Hä? Starten ist bei mir ausgerötet. Hä? Vielleicht dürfen wir nicht, weil wir zu gut sind einfach. Ja, das muss der einzige Grund sein. Ja, ich kann mir sonst echt nicht erklären. Warte mal, wie kann ich dich nochmal zum Gruppenführer machen? Ich muss bei dir, glaube ich, in dein Profil rein. Turbinator, Details. Ist das gefallen? Zum Truppenführer. Du bist das Truppenführer. Okay, ich probiere mal. Warte, ja. Die Farm, ne? Genau. Wie komme ich denn in die Planetenansicht zurück? Oben rechte Schultertaste, also die obere Schultertaste. Ah ja. Mission beginnt, krass. Hä? Buggy, ey. Ach, das war ein Lauch, Alter. Ja, das ist ja unfassbar. Warum ist das bei mir aus? Die wollen mich nicht. Die wollen mich aber nicht im Spiel haben. Geil. Ist Ben jetzt auch so ein Schiff?
Weiß nicht, vielleicht weil es viel cooler aussieht, aber der hat noch so grüne Zacken ringsrum, ne? Alter Ben, was ist da los? Reibenkuchen, was ist da los? Oh, oh, jetzt Reibekuchen, oh geil. Sag Bescheid, wenn bei dir irgendwas losgeht, ne? Eine Sequenz oder sowas. Ja, ja, ja. Ich flieg gerade in den Cyberspace. In den Cyberspace? Nicht in den Slipstream? Entschuldigung, ich bin so witzig. Was? 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 Gib den, wir befinden uns im Slipstream. Ach so, okay. Jetzt ist auch ganz. Das hat nichts mit Slip zu tun, Alter. Was ist los bei dir? Nee, weiß ich, hätte ja sein können. Aber wenn man es genau übersetzt, hast du schon recht. So, der dritte Ladebildschirm. Aber sie sehen wenigstens cool aus. Ja, das stimmt. Oh. Hallo? Oh, Sequenz. Geil. Boah. Luke. Was du also sagen willst ist, wie wir es machen, ist es verkehrt. Im Gegenteil. Jetzt, wo wir wieder zusammen sind, haben wir vielleicht eine Chance. Okay. Fakt ist, zerstören wir die Waffe, lösen wir eine Kettenreaktion aus und statt unserer Sonne gäbe es eine Supernova. Naja, zumindest sind wir zusammen. Genau. Wir wissen, was zählt. Die Freiheit des Reisenden. Ich glaube, wir drei und ein großer Haufen Sprengstoff wäre eine Option. Wisst ihr, ich habe immer noch den Vex-Teleporter. Die Reichweite ist gering, wir müssen also ziemlich nah ran. Dann müssen wir es eben innerhalb der Stadtmauern versuchen. Aber ohne das Licht wird ein Angriff auf die Mauer sicher scheitern. Wir könnten... Es gäbe kein Zurück mehr. Das ist es wert. Wie kommen wir rein? Wisst ihr, die Stadtmauern sind fast wie dieser Stall. Man kann ungesehen hindurchschlüpfen, wenn man weiß, wo. Du bist sicher keine Jägerin von mir? Capes finde ich albern. Ach so. Schicker Poncho. Ihr müsst euer Team ohne Aufsehen in die Stadt bringen. Meine Leute und ich können euch helfen. Am liebsten schießen wir sowieso auf böse Jungs. Hawthorne, es reicht schon, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen. Aber du musst das nicht tun. Du bist kein Hüter? Glaubt ihr, dass nur ihr Opfer bringen dürft? Ihr vergesst, dass wir die ganze Zeit auch ohne Licht überlebt haben. Es gab eine Zeit, da war dieser große weiße Ball am Himmel für uns alle da. Wird Zeit, dass wir den Gefallen erwidern. Ob Hüter oder nicht. Tolle Rede und so, aber was ist denn mit der Supernova und der Auslöschung der Menschheit und so? Wenn wir die Allmacht nicht zerstören können, schalten wir ihre Waffe aus. Dafür brauchen wir einen bestimmten Hüter. Wir brauchen eine gute Tarnung, wenn wir durch eine Kabal-Armada fliegen wollen. Wenn ihr ein Kabalschiff braucht, gibt es in der Nähe eine Basis. Aber sich reinzuschleichen wird nicht einfach. Oh, wir schleichen nicht mehr. Wenn ich eines von Kate gelernt habe, dann die Wirkung eines großen Auftritts. Wie rührend. Will jemand eine Umarmung? Ein Drücker? Nein? Nicht kuscheln. Tobi, komm, Umarmung. Hey, und dann treten wir ein paar Ärsche, okay? Ja, so machen wir's. Schöne Umarmung und dann geht's los. Geil, bam! Geil, geil, ja, geil. Umarmung, ja, geil. Schön. Oh, schön. Die Umarmung dauert den ganzen Ladebildschirm lang und es wird langsam unangenehm.